So, und ich sage mal von meiner Seite her, herzlich willkommen mal wieder auf einem Livestream. Ja, das gibt's echt noch auf meinem Kanal. Mal wieder ein Lebenszeichen. Wird die Woche auch der einzige sein von meiner Seite her. Aber mit dabei ist auch der liebe Torti. Wir spielen zwar nicht das gleiche Spiel, aber ja, wir plaudern noch ein bisschen zusammen. Und der ist eigentlich auch regelmäßig am Streamen, falls ihr mal Ich Langeweile meine, habt. und hey Pocky. Hey Retro Crafter. Und hey Retrocrafter. Huhn, Freunde, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen schnell handeln, sonst war unsere ganze harte Arbeit für den Arsch. Gehen wir noch mal den Plan durch. Zuerst kommt der Kuhn-Film. Danach kriegt Supercrack seinen Film und verbündet sich dann mit dem coolen Human Kite Film kurz vor dem Start von Kennys Netflix-Serie. Wieso habe ich nur eine Netflix-Serie? Ich will auch einen Film. Hast du doch. Du bist im dritten Coon and Friends United. Und wie geht's dir, Crafty? Ja, aber er meint seinen Solo-Film. Krieg ich einen Solo-Film? Nicht jeder kriegt einen Solo-Film. Dieser Franchise-Plan ist kacke. Ja, ich bin schon sehr weit gekommen. Und Crafty, wie geht's? Hey, hey. Mit einem schwarzen Superhelden. Kannst du noch fragen, wie es dir geht? Bei Marvel gibt's einen schwarzen Superhelden. Mir geht's gut. Jetzt. Die haben das jahrelang vermieden. Wir machen es genauso. Erst kommen die echten und Menschen YouTube. Und dann der Schwarze in Das Phase ich 3. Auch. Unser Franchise sollte aber inklusiver sein. Ja, Alter. Wir fangen mit einem Schwarzen und einem Mädchen als Helden an. Dann würden die Leute uns voll bewundern, weil wir... Ach komm, hör auf. Was denn? Du willst doch nur Minderheiten als Helden, damit du dich selbst besser fühlst. Bin schon, aber mir geht's mir. Okay, mir passt alles soweit. Oh, Zwischenzeit Stream zu switchen. Ja. Arme Crafter. Wie soll man Krafter? Weil er zwischen Streams switcht. Krafter, kannst du einen bei uns bleiben? Habt doch mir gibt's ein Like. Kannst du von mir aus auch gern beim Cedric bleiben? Bin ich kein Böse. Dann spoilerst du dich nicht zu so sehr, wenn du das Spiel selber noch spielen willst. Bei das, was Torti spielt. Dankeschön, Crafter. Ich hab gesagt, bei beiden ein Like da gelassen. Danke, 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 danke. Also ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt und ich hab keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Welches Spiel? South Park. Und irgendwie ist alles blutverschmiert. Was machst du denn? Keine Ahnung. Hi, Dave. Oder David. Oh Mann. Hat immer noch ein Update? Boah, das ist erst bei 24%. Ich glaube, seit ich das Spiel spiele, ich habe da in meinem Kinderzimmer so eine Konsole. Und die ist immer auf 24%. Ja, soweit. Okay, Dave, nicht so. Was willst du sehen? Oh, wie geht jetzt die Karte? Da! Wo muss ich hin? Da. Mein Haus. Und nebenbei habe ich hier die schon einige Dinger hier. Und mir fehlt noch einen solchen Schlüssel. Hab sogar eine Gumba. Ja, cool, mach das. Muss jetzt leider kurz YouTube öffnen. Muss meinen eigenen Stream öffnen. Hi Kraft, du. Hallöchen. Warte mal, ich mach mal ein bisschen blinken. Und wie geht's denn dir? Hey Schatzi. Danke fürs. Ich wollte es gerade machen. So, wo muss ich jetzt hin? In die Kirche. Nee. Aha.
Und wie geht's euch? Also die Zelle, Retrokrafter, Crafter-Du. Dankeschön, Crafter. Ich glaube, eigentlich soll eine Abo-Box aufblenden. Außer du hast es auf privat gestellt. Alle Gumbas habe ich unten schon alle kaputt gemacht. Und wie gesagt, nicht wundern, ich habe schon alle Flaschen Feen drin, was ich hab. Okay. Ich glaube, die wollten mich jetzt ärgern. Oh, ich hab die ja aus Versehen ausgemacht. Ich glaube, ich hasse die Maskentempel auch. Mal schauen, ob es jetzt geht. Ja, jetzt geht's. Nehmen wir mal meine Alertbox aus. Nee, ist nicht egal. Der Nightbot. So eine Scheiße, warum muss ja, aber teilweise reagiert er gar nicht bei mir. Wache, du Kackspast. Ich will auch mit dem Feuer spielen. Hey Mann, wo ist Jasper? Weiß nicht. Ich habe ihn seit 3 Tagen nicht gesehen. Gibt denn Schwierigkeiten? Sollten wir seinen Eltern sagen? Nein, jetzt muss ich mal schauen. Wahrscheinlich schaut er nur Pornos. So, okay. Kurz meinen Controller anschließen. Jetzt. Ah. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Irgendwie will es nicht. Auf die Seite ist auch nicht. Ah, jetzt. Zu viel geswitchen. So. Boah, ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gestreamt. Erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. So. Ich war schon wieder einmal auf dem anderen Kanal, obwohl ich dich angeschaut habe. Das ist ein Problem, das ich echt noch nicht verstehe. Was denn? Wenn man mein Video schaut, mein Livestream schaut, kommt es plötzlich vor, dass wie ein Video beendet und ich nachher zu einem anderen Kanal. Okay. Das ist ja wirklich komisch, sag mal. Ja. Mikroaggression. Schlag ihn. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Also echt was Stranges. Du hättest mich jetzt live anschauen. Ja.
check echt nicht, an was das liegt. Die Hoodie-Mu hatte das ja auch schon mal. Also es hat eigentlich schon 2-3 Zuschauer, was auch schon viel mal vorgekommen ist, ohne Benachrichtigung. Habt ihr wenigstens eine Benachrichtigung gekriegt, dass ich streame, oder das auch nicht? Also ich habe persönlich keine Benachrichtigung gekriegt. Okay. Ja. Oh, verkackt. Wow, ich bin fast beeindruckt. Und was das wohl wieder liegt, dass keine Benachrichtigung kommt. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Wenn du Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Hey Leon! Hi Leon. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Nicht gucken, ihr Schwachsinn. Bereit machen für fieses Blinzeln. Pew, pew. Und tschüss. Los geht's. Okay, also Rieder hat eine gekriegt. Wow. Wunderbar, schaut alles raus. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Komm, ich mach jetzt kurz meine Ulti. Der Kuhn. Und wie war euer Tag so, liebe Zuschauer? Torti, wie war deiner? Bis auf, dass ich vor kurzem Kopfschmerzen hatte, geht eigentlich wieder. Das ist so schön. Oh, was sehe ich da? Okay, es ist verdeckt, ich darf es zeigen. Alles wird durchsucht. Kann ich Boot fahren? Nö, natürlich kann man das nicht. Psst. Hey, hier drüben. Hab dich beobachtet. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Hast du gute Besserung, Reed, also Crafter. Was hast du denn? Also sag mal, gute Besserung, Crafter. Samen. Und gerade braucht ein schwuler Fisch Hilfe, seine Mutter in den Himmel zu bekommen. Ich will ihm unter die Flossen greifen. Aber die anderen Super Best Friends haben zu viel zu tun. Hilfst du mir? Dann schwimme mit mir in die Tiefe. Keine Sorge, meine Wasserabwehrkräfte beschützen dich. Und so taucht das Kind in die Tiefe des Wassers, geschützt von Samen. Seemann! Hinunter dahin, wo der kleine schwule Fisch lebt. Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr mir mal wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Ja. Pass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. South Park hat echt ein heftiger Humor. Allein mit Samen. Samen und sein Kumpel nach Valhalla. Oh, fuck. Ich habe seit langem starke Bauchschmerzen und Schwindel, Kopfschmerzen auch. Oh, ich hoffe, du hast keine Grippe, aber ich wünsche dir eine sehr gute Besserung und fleißig Tee trinken. Und so hat der Sidekick von Samen, der Mama des schwulen Fischs, auf Regenbogen-Einhornfürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt! Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama, pass nur auf die Säulen auf!
Also, ich weiß nicht, Torti, wie gut kennst du South Park? Ja. Kennst du da Flappy Bird, das Spiel, wo du da so um Säulen, wo so Säulen ja. kommen mit Löchern? Das gibt's jetzt auch mit einem Einhorn, dass er irgendeinen Bogen pupst. Meinst du, so ein Scheiß ist normal? Weiß ich. Kacke. Du bist tot. Ich hasse das Spiel echt. Der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhorn-Fürzen gen Himmel zu fahren. Es heißt Seemann, verdammt. Dieser Weg führt direkt in den Himmel, Mama. Pass nur auf die Säulen auf. Wie aufregend. Aber je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde. Sorry, ich muss mich kurz konzentrieren. Kein Problem. Ja, das passiert, wenn ich auf den Chat schaue. Mann, hier geht fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen, Wahnsinn! Oh oh, nicht so schnell! Dann komm ich schneller in den Himmel, Schatz! Oh, die bewegen sich ja. Auf zum Boss. Dann kommt noch so ein. Und so hat ein Gesicht auf dem Boden. Der Mama des schwulen Fischs auf Regenbogen-Einhorn kürzen, gen Himmel zu fahren. Wie viel Leben ich habe. Mann, hier geht fast alles. Säulen, Feuerbälle, glitzernde Regenbögen, Wahnsinn. Ich glaube, das Spiel ist dazu gemacht, dass man das nicht beim ersten Mal hinkriegt. Je näher sie dem Himmel kam, desto gefährlicher wurde der Weg der Mama. Wir sollten es auf eine Goldplatte pressen und ins All schießen, damit auch Außerirdische das sehen können. Oh oh, nicht so schnell! Dann komm ich schneller in den Himmel, Schatz! Mama des schwulen Fischs hatte den Himmel fast erreicht, doch dann erschien Sazul. Oh nein, der Dämon steht für alle meine Hater. Seine Feuerbälle sind wie die fiesen Tweets von Leuten, die mein Genie nicht erkennen. Was für ein krasser Trip. Das ist mit das allergrößte aller Zeit. Aller Zeit. Alles gut. Ja, aber Flappy würde ich hasse zu sein. Was soll das heißen? Mama? Moment mal, was ist das? Das hast du sehr gut gemacht, mein Kind. Vielen Dank, Jesus. Nicht du, Samen, das Kind. Seemann! Oh, das stimmt. Nein. Du hattest keinen Grund, diesem schwulen Fisch zu helfen, mein Kind. Und doch, hattest du es. Ich bin ein Rap-Genie, die Stimme einer Generation. Ich spüre es auf der Suche nach deiner Spiritualität. Okay. Letzter Boss. Ich mag das Spiel. Gibt es Gutes und Böses, mein Kind. Was bist du? Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Neutral. Rechtschaffen. Was sind wir? Eine Triangel. Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Ein Koralltriangel. Schau gerade mal, wie viel Verzögerung ich habe. Neutral. Rechtschaffen. Neutral. Chaotisch. Oho, wie sie einstimmig das beschließen. Agnostiker. Atheist. Buddhist. Christ. Hindu. Jude. Ich weiß auch nicht, aber ich nehme glaube Jude. Mormone. Moslem. Orthodoxer Jude. Quäker. Orthodoxer Jude. Quäker, Rastafari, Satanist, Scientologe, Sikh, Taoist, Unitarier, Wicca. Oh, der Glaube ist geil. Unitarier,
Taoist, Sikh, Scientologe, Satanist, Rastafari, Quäker, orthodoxer Jude, Moslem, Mormone, Jude, Hindu, Christ, Buddhist, Atheist, Agnostik. Also ich weiß nicht, ob ich Jude nehmen soll oder orthodoxer Jude. Jude. Einfach allein wegen Cartman würde ich Jude nehmen. Hey, ich verstehe schon, du willst meine Gefühle nicht verletzen. Aber hör einfach auf dein Herz. Es sei denn, es rät dir zu Scientology. Ich mach Jude. Okay, du bist ein chaotischer Jude. Oh, ich hab meine Gesinnung und meine Religion. Echt? Ja, ich bin chaotischer Jude. Jesus ist der Herr. Herzlichen Glückwunsch, mein Kind. Du weißt jetzt, wer du bist. Sehr wichtiger Schritt, um an dich selbst zu glauben. Viel Glück, kleiner chaotischer Jude. Schau, schau, schau. Na, was haben wir denn da? Was bist denn du für eine Sorte? Geschlechtslos. Pansexuell. Pazifische Insulaner-Person. Hirn-Person. Chaotisch. Jüdisch. Cletus, warum redest du so komisch? Dialogbaum. Ah, okay. Wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Jesus hat alles in South Park. Ihr seid das Essen. Mein Rachsüchtig. Schon immer, er wollte uns das erst später geben. Kann auch sein. Vielleicht wisst ihr einfach auch nichts, dass ihr Jesus Instagram habt, oder dass ihr keine Religion habt. Oh, das wäre schon assi. Ich muss sie nicht mal bewegen. Du Mieses! Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Keine Angst, ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft. Ich fühle mich so sanftmütig. Das stimmt. Gutes Gefühl bei der Sache. Was denn? Leon habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen, okay. Ich darf ja nichts sagen, ich habe auch schon lange nicht mehr gestreamt. Von der Gerechtigkeit durchgenudelt. Versau das nicht, Blödsack. Und Mega Man sollte wohl auch noch bald kommen. Aber der ist noch am Zocken. Stimmen dir verstummen?
wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ich schließe dich in meine Gebete ein, Kuhn. So. Jo, ist ja easy. Hey, Torti. Hey, hey. Sagen wir mal halt zu dir. Kann ich den irgendwie einfangen? Was ich eigentlich bei der Zelle eigentlich das jetzt eigentlich Shot finde. Warte mal. Man kann jetzt das auch dort Dungeons bauen, gell? Irgendwie. Okay. Oh, dahinter ist was. Ja, wie gesagt, das heißt, doch mal auch so kleine Dungeons bauen, aber das ich blöd finde. Dass man das nicht online teilen kann. Ja, aber es ist halt wie halt in vielen Spielen, wo Remake haben, wo es dann einfach nie einen Multiplayer gibt. Na, aber man könnte zumindest, wenn man es eh schon reinbaut, auch teilen können. Ja, man könnte, ja. Ganz kurz mal aufs Stillörtchen. Was ein Pups alles so ausmacht. Ich glaube, der hat eher ein Problem, wenn er ausgepupst wäre. Wow, ich will dein Leben. Sister? Da ist doch was. Komm ich da hin? Will da hin? Sind die Sachen Rucksack? Wie komme ich da hin? Oh, da ist mein Rucksack. Keep out und es ist offen. Da gehen wir hin. Freedom Ball. Oh. Da was machen. Das ist eine Tasche. Irgendwie muss man da doch was machen können. So klingeln kann. Gesperrt. Kommt das erst noch? Ich glaube, das kommt erst noch. So. Gehen wir jetzt da lang. Jetzt müssen wir zu den Freedom Pulse. Das ist, glaube ich, bei Token im Haus. Ich bin mir nicht ganz täuschen. Hey, Löle. Du solltest deine Energie sinnvoll einsetzen. Zum Beispiel iPad-Hüllen für Obdachlose stricken. Mal mit dir quatschen. So. Kann ich von Nutz behilflich sein? Freedom Pulse. Wir sehen uns.
weiß nicht, ob ich mich noch anders anziehen soll. Kann ich noch was craften oder so? Oder was ändern? Oh, da kann jetzt ein stärkeres. Haben wir da noch was? 101. Dann nehmen wir jetzt das 80er. Auch noch eins, ein 100er. Immer gut. Kostüme. Kopf. Soll ich sowas mal anziehen? Machen wir ein Einhorn. Kenny. Warte mal. Kann ich was craften? Kann ich da nichts craften? Oh doch, den kann ich craften. Crafting, crafting. Aber Kostüme kann ich keine. Schade. So, Artefakt, da habe ich ein neues. Kostüme, so. Jetzt mache ich glaube ich mal das. Das war eine Mumie, sieht kacke aus. Machen wir einen kleinen DJ aus uns. So. Gehen wir mal was. Gehen wir uns Haare. Ein Bart. Make-up. Geben wir uns ein blaues Auge. So. Sorry. Bin wir da. WB. Mich jetzt bei der Mantissen. So, wo ging's schon wieder zu dem Fried? Ah, da. Aber es war cool, bei Ina muss ich wenigstens kein Passwort eingeben. Bei Karma muss ich immer so ein blödes Passwort eingeben. Ich werde vielleicht in dem Monat da so mindestens 12 Stunden zu mal machen. Echt? Ja. Bloß ich weiß, es ist nach meinem Geburtstag gemacht am 20. Oder ja, dann zur Halloween-Zeit. Das muss ich mir noch schauen. Ah, da bei mir. Aber nächste Woche Schnuppenwoche. Aber nächste Woche Schnuppen. Ah, cool, wo gehst du Schnuppen? Aber nicht bei mir. Und Arschs Eltern, wo sind sie? Woher soll ich das wissen? Scheiße, du steckst dahinter. Du hast
5 Sekunden, Cartman. Wunderarsch. Du glaubst mir doch, oder? Was macht denn ihr? Weiß nicht. Und wie kommt der hoch? Er kann meine Gedanken nicht lesen. Bei einem österreichischen Geschäft namens Bila. Okay, Bila kenne ich auch. Was hat er gesagt? Bilder, also da kaufen wir auch regelmäßig. Das ist, glaube ich, das Gegenstück zur. Na, das war Hofer jetzt. Ach cool, jetzt habe ich alle, wo ich machen kann. Können wir danach was cooles Kräutermäßiges machen? So wurzeltechnisch. Oder einfrieren. Oder was mit Feuer. Leon, weil ich wohne nicht weit weg von Österreich, deswegen weiß ich, kenne ich Bilder und kenne auch Hofer. Aber die Werbung von der Firma Hofer letztens war auch kacke. Ja, warum? Ich muss die mal posten, ja. Okay. Komm, wir nehmen mal die. Aber echt. Habe ich ein neues Artefakt? Ah ja, da. Ah cool, jetzt habe ich noch mehr Kräfte. Dann könnte ich theoretisch auch auf eine Mummkraft gehen. Und ich bin aber, Leon, aber ich bin ja kein Österreicher. Und sag, nehme ich das. Hey, Wunderarsch, weißt du, dass du für einen Jungen ziemlich hübsch bist? Und hab die Scheißwerbung gesehen. Ich sehe hübsch aus, laut Butters. Alles klar. Ich hab auch schon gemeine Sachen getan, aber mit Schröner scheint echt eine fiese Socke zu sein. Ich frage mich bis jetzt noch, wie Tümö die Treppe hochkam. Tümö! Okay, Neuer. Ich sag dir jetzt, wo du hingehen sollst und da gehst du auch hin. Zu Fuß, verstanden? Kein Schnellreisen. Geh zu dem Ort, wo die Leute ihre Kaffeesucht befriedigen. Oh. Karte. Kaffeesucht ist hier. In der Schweiz gibt es nicht, nein. Aber Billernhofer gibt es nur in Österreich. Ja. Aber ich fahre durch Österreich und das kenne ich Billa. Ich war schon in Österreich. Und wir hatten mal einen Österreicher. Wer bietet dem Chaos die Stirn? Niemand! Was ist, du Spast? Angstvoll. Sind Superhelden nicht schon wieder out?
Connor ist schlau und attraktiv. Den würde ich nicht von der Wettkante schützen. Oh, Bella, mit was kann man Bella vergleichen? Sprich ihn an. Netto zum Beispiel. Ja, es ist einfach so ein. So billiger Einkauf. Das ist dieser Selbstjustizler. Und Hofer ist eigentlich von Aldi. Okay. Hofer hätte jetzt gesagt, wie Edeka. Hallo? Ist für dich. So ist's brav, Neuer. Aber jetzt mache ich's dir ein bisschen schwerer. Statt dir zu sagen, wo du hin musst, gebe ich dir ein Recht. Ich war noch nie drin. Ich bin nur vorbeigefahren. Wegen dem, ich kann es dir nicht genau sagen, was man alles kaufen kann. Aber ich hab's schon öfters gesehen. Oh, jetzt habe ich aufs Rätsel nicht aufgepasst. Weiß nicht, das heißt, Cedric, kennst du das Spiel Yoshi's Woolly World, nicht Woolly World, Yoshi's Crafter World, das heißt für die Switch? Nee. Auf jeden Fall, das Spiel wurde mit Unreal Engine gemacht, gell? Ja. Hinterhalt. Sorry, ich hab's kurz übersprungen, ich mag den Ninja-Typ nicht. Weißt du nicht? Ich weiß auch nicht. Ich mag den einfach nicht. Echt cool. Oh shit, nein. Ja, Bitch, du bist tot. So. Schlag noch, bitte noch einmal. Der Arsch gibt buchstäblich Gas. Ich zeig euch, wie man richtig auf die Kacke haut. Aber das Schöne ist, Leon. Einige Mann, dass ihr Österreicher bin. Hm? Ich bin drin. Wie geht es, Natalie? Hier, bitte. Was los hat sie? Danke. Die anderen Raisins Girls flippen aus, wenn sie wüssten, gegen wen ich kämpfe. Nein. Hast du irgendwie einen Zug erwischt am Ohr? Sieh aus wie Aids, hilf den Menschen. Keine Gnade. Ihr seid alle so interessant. Anders als die Loser, die wir sonst immer vermöbeln. Haben mir Ohrringe reingesteckt und das war. Da war Haut dran. Oh. Ja, das ist klar, wenn man die schon lange nicht mehr dran drin hatte. Okay. Das ist auch doof. Ja, das glaube ich. Ich hoffe, dass nicht das. Der ist noch gut, den kann man noch essen. Der ist noch gut, den kann man noch essen. Selbst das Böse hasst Moskitos.
Kind ist allergisch. Du wirst bitter bereuen, was du getan hast. Aber es sieht sicher toll aus. Bei allen vier Löchern, was drin ist. Urlöcher. Oh, come on up. Oh, bald Level 10. Kacke. Ja, ich würde es ja auch nicht raus tun. Das macht es ja nicht besser. Was hat die da vorher noch für eine Mission? Wie geil ist Katzen? Ja, die muss ich erst noch suchen. Adlerschlüssel herkriegen. Danke, dass du als Einziger an mich glaubst. Hey Neues, ich habe die Ereignisse verfolgt. Ich versuche Katniss Position zu bestimmen. Tu erstmal, was er verlangt, damit er keinen Verdacht schöpft. Bye, Schatzi, ich wünsche dir eine angenehme Nachtschicht. Ich, und noch viel Erfolg. Der Tod kommt aus vielen Facetten. Aha. Ist auch nix. Kommt aus vielen Facetten. Finde den Laden, um deine Mutter zu retten. South Park hat viele Leben. Welcher verkauft den Tod? Und mal Karte. Ah, vielleicht im Altersheim. Oder der Waffenladen. Boah, Alter. Ich geh mal kurz ins Altersheim.
Und mach kurz zu ihm. Hab neue Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster. Gib dir das für deine dunkelste Stunde auf. Oder wann immer du Hunger hast. So, Artefakte, da können wir jetzt gut ein paar verkaufen. Jo. Das ist doch der furzende Selbstjustizler. Eine Waffenlad wäre echt eine gute Idee. Der Tod in allen Facetten, meint der einen Waffenladen? Oder er hat es jetzt gesagt. Trotzdem kurz in Alter sein. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja, ich erinnere. Pass auf, mit wem du redest. Die Quatsch. Die Clownmähe, mein Sch. Ich kriege Metformin gegen Diabetes. Die Leute. Ja, geh nur, wie alle anderen auch. Ui. Wie viele Symbole hast du geschickt? Ach. Ich muss den Bot mal noch ein bisschen korrigieren. Sorry, Leon. Tisch für eine Person? Du schlägst doch gern, Mädchen. Muss mein Bot halt noch ein bisschen einstellen. Sind wir noch nicht so ganz. Wie viele Symbole hast du getriggert? Ganz eben. Warte mal. Aha, okay, zu Symbolen gehört auch Zahlen. Alles klar. Gut zu wissen. Was ist der Waffenladen? Superpenner legen sich mit den falschen Raisins Girls. Nach Freaks wie dir haben wir gesucht. Ja, komm. Verkackt. Bestellt ihr Süßen? Kannst du mit deinen Kürzen ausweichen oder so? Wer hat hier alle? Auto! Auto! Wenn du deinen Arsch nicht in Bewegung setzt, fahr ich dich über den Haufen! Also komm, fahr mich über den Haufen. Okay! Ich nehme meine Blutprobe. Back. Einmal gepupst. Was darf denn sein? Zeig keine Schwäche. Ich kann gerade nicht mal an 10
Tingy Tingy Wings denken. Wohl bekommst. Danke. Ihr wollt was, was meinst du? Mit dem Auto. Ja, das kannst du gar in mehrere Kämpfe. Was war das? Oh, einmal verkackt. Blutgruppe A, du bist bestimmt ein Klugscheißer. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy. Mach das ein Schwierig. Mann, dass du jetzt mal verkackst. Zu spät A drücken. Sind eh beide schon fast tot. Ich liebe eure Kostüme. Ich hätte auch mal so ein Kostüm. Aber oben war es eher ein Babydoll-Top mit gerafften Schultern. Und dazu super süße Leggings mit so einer Art Libellenmuster. So allein. Meine Sektenklasse startklar. Nein. Also, South Park hat doch ziemlich alles eingebaut, was man einbauen kann. Selbst die kleinsten Sachen mit dem Auto. Oh, selbst die Witze haben es eigentlich ziemlich krass eingebaut. Selbst die kleinsten Sachen in Schränken haben sie. Allein die Kostüme haben sie ziemlich alle. Also, ja, selbst mit dem Eierkinn oder mit dem Sackkinn. Classy haben sie drin. Mr. MK. Okay. Der schwule Fisch. Ich bin das Original. Aber jetzt mal Lust machen mitzumachen, so ein paar Stunden Stream. Ja, mal schauen, je nachdem was für Spiele. Ah, du hast mein Rätsel gelöst. Bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Siehst du diesen Typ da drüben? Mach ein Selfie mit ihm. Jetzt, oder deine Mom leidet. Verbrechensbekämpfung ist kein Spiel. Deinetwegen stirbt nochmal jemand. So. Kann ich Stimmung ändern? Du bist nah dran,
Opposite an Ketten baumeln. Teils Wüste, teils Dschungel. Ein Ort zum Taumeln. Kein der Spielplatz. Bis die Tage. Ich darf die blöde Schnellreise nicht nehmen. Gay Fish. Oh, ich glaube, muss ich lang zum Kinderspielplatz. Hier runter. Ja. Laufen, 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 laufen. Und hier sind 6 Questler. Ja, Totti, aber 12-Stunden-Stream ist halt dann echt, es kommt drauf an, was was streamen, was was spielen, ja. Keine Ahnung. So Multiplayer, Spiele meinte ich. Ja, aber sonst, so geht eigentlich nicht nein. Mit Verlosung, weil ich Geburtstag gehabt habe. Ja. Wir haben's geschafft. Startbereit. Wow, wow. Das hast du wirklich drauf. Scramble. An Ketten baumeln, teils Wüste, teils Dschungel, Ort zum Taumeln. Was soll das sein? Na gut, Leute. Was war das? Torti? Na gut, Leute. Ach so, bei mir hat es gerade übelst gespackt. Oh, komm schon, Spielplatz. Eh nichts anderes vor. Oh, neues Selfie. Ah, mit dem hatte ich schon eins. Kack. Schaffst du es, dem Chaos zu trotzen? Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Red mit ihr. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Ja? Es tut mir leid, er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Ich hätte auf meine Veranda gekackt. Ich musste gehorchen. Aber ich mache vor heute einen Schluss, weil ich irgendwann mir so um 10 bis ins Bett möchte. Weil ich morgen muss ich um 5 raus. Jo, alles gut. Ich wünsche dir meinen von mir Leuten eine gute Nacht und von deiner Seite auch. So, von beiden Seiten finde ich eigentlich, sag ich mal, gute Nacht. Ich sag mal, gute Nacht heute, ich schlaf gut, hab gute Träume und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Natürlich hat man Angst vor einer Zinie. Ja, also die sind sehr gefährlich, vor allem wenn er einen Sackgasskin hat. Also am schlimmsten, das Schlimmste im Horrorfilm ist ein 5-Jähriger auf dem Dreck. Oder Zwillinge, so Kinder als Zwillinge. Die wollte sicher das, was sie die Match, dass man mit Connor wählen. Wegen dem wurden meine Eltern entführt. Wie kann man nur? Oh, ich schnack
Ich sag alle gute Nacht und jetzt bin ich davor. Ich also tschö. Tschö. Die Bürgermeisterin dankt dir, Furzender Sepp. Mach so weiter, Verbrecher Schreck. Dann wirst du am Ende Ehrenbürger. Hä, was war das Rathaus? Aha, im Gemeindezentrum. Nicht das Rathaus. Ich hab Tittenbilder, komm und hol sie dir! Ah. Was ist ach, los? Zum Gemeindezentrum. Geh mal Windeln wechseln. Oh, Torti, was machst du da im Hintergrund? Abbauen? Bisschen? Hm. Nix Schlimmes. Hm. In meinem Stream nimmt er wieder alles auseinander und dann heißt es wieder, ich würde ragen. Du, ich hab noch nicht mehr angefangen zum ragen. Hm. Und das in fremden Streams. Trotz gute Nacht sagen an meinem Stream. Was soll jetzt der arme Leon nur denken? Er hat dir gute Nacht gesagt und du bist nicht offline gegangen. Das ist kein Problem, also im Spiel bin ich offline. Scheißhaufen. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, seht mal. Sieh an, die Freedom Pearls und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderhaus Eltern gemacht? So, aber jetzt bin ich offline. Aber wenn ich erstmal mit euch und fertig bin. Gute Nacht an alle. Gute Nacht, Dottie. Tschö. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Kabel. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower von Neuem. Auch mit deiner Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir mich Connor verschwinden? Wir machen das Arschloch kalt. Wir machen das Arschloch kalt. Ja, genau, und dann natürlich noch 2400 Leben. Der muskelbepackte Körper ist der perfekte Schutzschildkuhn. Ich bin für meine Superstärke bekannt, Wichser. Oh, verkackt. Oh, schon wieder. Deine ehemaligen Kameraden hier gegenüber sind. Du bist doch arschig zu ihnen. Angriff aus dem Hinterhalt. Au, Mitch Connor ist da drüben. So. Oh, schade, kann ich nicht schlagen. Egal. Zeit ist gestoppt. So, der nächste. Aber das läuft jetzt eigentlich echt gut, dass wir so einen ersten Angriff blockiert haben. So, dem geben wir jetzt das Schild. Dann hat es wenigstens einer. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand! Nicht, wenn ich vorher deinen Willen breche, Mysterion. Warum greifst du mich an? Ich kann leider nicht unterbrechen. Schade. Oh, das Schutzschild hat sich gelohnt. Hm. Ja, genau, wie er nochmal darf.
So, ich mache jetzt noch einen Bombenangriff auf den. Ich mag die Drohne. Hallo, ich bin auf deiner Seite. Das hat mir nichts abgezogen. Ja klar, jetzt hat er noch ein Schutzschild. Hier kommt dein Tod. Mensch benutzt mich als menschlichen Schutzschild. Nicht dich selber schlagen. Aus dem Weg, Kuhnfreund, der Danny ist da. Tut mir echt leid, Leute. Mitch ist echt ein Arschloch, oder? Davon wirst du elektrisiert. Nein. Und Frostbeulen. Oh, schon wieder unterquert. Ja genau, kein Friendly Fire. Machst doch das genau das gleiche. Oh, er kann jetzt natürlich auch nicht, weil er kalt hat. So. Ich fühle es. Überall. Wir haben Verluste. Schock. So. Cartman ist echt super. Auch die Folge, wo es um das geht, ist echt super. Oh. Nix da. Also die Folge, wo er auch, wo halt eben Mitch Conner spielt, ist super. Also, man kann es auf southpark.de. Kann man alle Folgen kostenlos nachschauen. Und man kann auch die South Park App runterladen, wo man alles auch über Handy oder über Tablet schauen kann. Und auch die Idee, das Handyspiel zu spielen, ist auch gut. Also ich hab's. Das Phone Destroyer ist auch ein sehr cooles Spiel. Okay, du hast halt auf South Park hast du alle Folgen kostenlos, ohne Anmeldung und nix. Also wirklich auch, jetzt kürzlich kam die 23. Staffel, da hat man die zwei, die neuesten Folgen hat man da auch schon. Also ich schaue es da, ist mega, mega cool. Ich kann ja Ende des Streams auch kurz den Link teilen. Weil auf Netflix hast du nur Staffel 1, ein bisschen Zusammenschnitt davon, Staffel 3 bis 18 und oder 3 bis 16 und dann hast du 18, 19, 20, 21. Und sie sind alle auf Deutsch auf der Homepage. Hey, Brawl Star, wie geht's? Was ist los mit euch? Ich bin nicht. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind. Du wirst reden, Cartman. Du musst Cartman zum Reden bringen. Was? Was willst du damit machen? Uh-oh. Ihr verschwendet eure Zeit. Volker bringt nichts beim Kuhn, erinnert ihr euch? Ich sollte also beim Essen zuschauen. Ich hab keine Angst. Tintenfisch, ich mag ja Lachs lieber. Fight Morgan Freeman? Nee. Seht ihr? Macht mir gar nichts.
das ist so schwach. Brokkoli. Ja, soll ich Brokkoli nehmen? Ach, scheiße. Nein, kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Brokkoli. Brokkoli hat unverdient einen schlechten Ruf, finde ich. Ach, jam, jam, jam. Nein, nö, macht gar nichts aus. Nein. Nee. Oh Mann. Oh, was ist das wohl, hä? Kommt jemand an den Knoten ran? Oh, Spargel. Mit Kotze sogar besser schmecken. Oh, das ist echt ekelhaft, Leute. Bäh, mit Kotze drauf. Ja, ihr könnt gleich aufgeben. Die sind mit... Die Katzen. Was für Katzen? Ja, genau. Komm, die Fürth haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Ja, ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das geht, Labor. Hat er mir fest auf. Ja, das muss es sein. So. Jetzt muss ich ins Labor. Hast du eigentlich echt schöne Haare? Ich habe eine Glatze. Aber ich habe echt schöne Haare. Wo ist das? Was habe ich hier? Keine Ahnung. Wo war das Labor nochmal? Das Genlabor. Ah, jetzt muss ich hier oben hin. Okay. Brawl Star, was meinst du mit den ganzen Fights? Weil ich spiele Brawlhalla, spiele ich nicht. Was du auf das auswählst. Gehen wir da hin. Sorry, muss ich kurz was machen. So, gehen wir weiter. Oh, jetzt kann ich endlich in das Labor, wo man nicht rein konnte. Ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. Ob es wirklich wie. Leon, wie weit bist du schon bei South Park, wenn ich fragen darf? Sollen die echt 6 Stunden warten? Wie lange noch? Immer noch etwa 6 Stunden. Okay, cool. Das wird so super. Also in 6 Stunden. Klar, es kann. Hat irgendwer Snacks oder so dabei? Ja, daran hätten wir denken sollen. Kann man da nicht irgendwie einfacher rein oder so? Ach so. Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisearms ausgeschöpft. Wenn du deine Serie stärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen.
Was ich dir auch mal empfehlen kann, ist, ich habe den ersten South Park-Teil auch schon gespielt im Livestream. Und muss mal das anschauen. Ist mega, mega cool. Denkt nach Gammelfleisch. Der Epic Poops. Oh, das sind überall so kleine. Ersch. Ah, junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein. Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir. Ihr seid ein ganzer Haufen. Timme! Timme! Es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Erschen statt nur einem machen? Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Ärsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, hä? Huh? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des 4-ärschigen Gorillas verpassen. Ich rufe die Security. Wer immer die Experimente da oben finanziert, ist echt motiviert. Ich weiß auch nicht. Die Chromosomen haben kleine Ärsche. Faszinierend. Etwas klein für unser Testobjekt freiwilligen Programm. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los geht's. Das ist schon einfach Half-Life gezockt. Das hier ist unser Gewächshaus. Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Ärschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Immer mehr Ärsche. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Mensch mit mehr Ärschen. Oh Gott. Wir noch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence. Ah, jetzt muss ich sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terrence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich dachte, das war der. Also, machen Sie das alles, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Ärsche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie hier genmutierte Sechstklässler? Beruhige dich, Super Craig.
Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gönner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechsklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Ärsche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Ärsche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Alles klar. Das ist ja noch nie passiert. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals. Glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's. Cool. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lasst euch nicht auf den Hurensohn ein. Er ist ein Wir haben genug für das Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor, wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu. Mhm. Opfer bringen. Katzenfights. Entschuldigung, Katzen mit vier Ashen Fights. Ich glaube, den nehme ich nicht mit. Super Craig mit. Captain Diabetes. Dann kommen wir in den Toolchat mit. Okay. Oh wow, was sind das für Urinbeutel? Das sind wir angewidert. Du bist dran, Neuer. Ich muss machen, auch wenn jetzt meine Leute angewidert sind. Gut gemacht, aber ich möchte, ihr seid arschmäßig noch immer unterlegen. Es bedarf eines wahren Forschers, um das hier zu lösen. Oh. Wenigstens immer keine Pisse mehr. Pisse. Erwähnen, dass meine Testobjekte einen Heißhunger auf Menschenfleisch entwickeln. Könnte mit dem Arschzuschlag zusammenhängen. Ja, genau. Alle heilen plus Schutzschild. Oh, das ist nicht gut. So, ihn setze jetzt ein bisschen zurück und gebe ihm ein Schutzschild. Ich habe freiwillig gemeldet. Oh nö, er ist angewidert. Du kriegst das hin.
Ja, ja, machen wir das. So. Ist da am Arsch. Oh, bitte nicht noch mehr. Oh, hab wohl mehr Testobjekte freigelassen. Ich hab noch dreimal hintereinander was anderes gemacht. Kacke. Ich bin drin. Okay. Steht bereit, hier kommt gleich. Das ist Teamwork. Es ist soweit. Keine Gedanken. Oh. Halten sich deine Kräfte eigentlich ans Gesetz? Nicht mal an die Naturgesetze. So. Das hilft den nächsten schon mal ein bisschen. Ein Werkzeug ist bereit. Knapp. Ja. Doppelschraube! Ich bin mir ganz sicher, ich hab's gleich. Das ist null. Und hier skippe. Skippe, skippe. Schlagen, schlagen. Eigentlich schon böse. Ich verprügel eine Katze mit vier Ärschen. Ein frischer Wind zieht auf. So. Kann ich mit dem machen. Ja, machen wir sie platt. Kommen jetzt noch mehr. Ach, bitte nicht noch mehr. Ah ne, die mutierten Sechsklässler kommen sicher auch noch. Garantiert kommen die mutierten Sechsklässler noch. Ich habe keine Ahnung, was mir Ärsche bringen, echt nicht. Vor allem, warum an Katzen? Oder an Tieren? Hey, Torti. Wir müssen aus dem Labor raus. Mal kurz. Bin jetzt mal gespannt. Ich mach kurz im Bot was. Nehmen wir den kurz raus. Back. Symbole nehmen wir da aus. Den nehmen wir raus. Jo. Ah, der Bot muss ich noch reinnehmen. So. Sorry, Leo. Also Leon. Aber jetzt geht's. Jetzt kannst du so viel Caps spammen, wie du magst. Ich muss jetzt kurz sauber, hey, sonst geht's nicht. Torti, was geht? Was machst du noch wach? Probieren wir was. Duellen.
geht's. Aktuell Leon Wieser 20. Keine Ahnung. Probieren wir noch kurz sehen. Heißt 100. Schade, geht nicht. Tuck. Tuck. Vielleicht können wir durch die Größe. Ja. Hey Lea. Einer dieser Knöpfe macht die Tür auf. Ja, genau. Das hätte auf keinen Fall passieren sollen. Schon okay. In der Turban sind wir sicher. Oh, die Turban geht nicht mehr. Man muss zum Hauptprozessor und die Überbrückung aktivieren. Wo ist der Prozessor? Im dritten Stock. Ah, war blöd, den da zu platzieren, oder? Jemand muss also runter und den Schalter betätigen. Ich nicht. Ja, genau. Die einzige logische Wahl dafür. Ja, eigentlich bist du schon an allem hier schuld. Ich muss echt runter. Das ist doch ein Affe. Echt unfair. Wieso sind da Ärsche? Was mache ich gegen das? Was, das war echt eine Übereinstimmung? Und wie geht's dir, Lea? Nochmal lospupsen. Ja, genau. Was kann mein Pups alles? Die Treppe ist direkt hinter dieser Tür, aber die Tür lässt sich ohne Strom nicht öffnen. Ja, ich glaube. Aha. Mal kurz. Tag. Anzeigen. Ja, mir geht's soweit gut. Morgen ist können chillen machen. Oh. Ah, ich finde das so eklig. Plops. Bis denn. So, jetzt muss ich. So. Jetzt kann ich hier hoch. Nee, ich spiele so am PC. Aber mit dem Xbox Controller. Nein, das will ich gar nicht. So. Das wird.
Egal was, aber der ist eklig. So, das ist echt eklig. Ich spiele eigentlich gar keine Xbox mehr, muss ich echt sagen. Muss ich den wieder umkippen? Oh, ey, das ist einfach so eklig, dem ins Gesicht zu furzen. Allein die Vorstellung. Ein guter Tag, um Diabetes zu haben. Diabetes Schmetterschlag. Wie mache ich das jetzt am besten? So. So. Jetzt muss ich wieder Zeit zurückspulen. Muss ich hier halten? So. Ja, genau. Jetzt geht zur Treppe und dann runter in den dritten Stock. So, da. Also bei Netflix kannst du South Park auch anschauen. Oh, eine Snackbox. Oh. So, South Park ist cool. So. Dann neue Sachen. Julia. Komm her, Männer! Hey Jasper! Komm her, Alter! Hier gibt's Titten zu sehen, Mann! Titten? Ich will auch Titten sehen! Wo? Oh nee, ich hab da meine Tasche vergessen. Ich dachte schon. So ein Klischee. Oh, wow. Der arme Hamster. Ja, wir nehmen gerade die Kampfstrategie. Ja, genau. Die haben sicher alle noch scheiße viel Liebe. Ja, haben sie auch.
Verkloppen hat wenigstens therapeutische Wirkung. Ich weiß auch nicht, warum Sechsklässler. Los, mein Arsch! Oh. Da passiert mir nichts in der Umgebung, wenn die platzen. Naja, doch. Aber es sind die Generatoren. Warum erst? Ich mache gerade eine Menge durch und dich hauen zu wollen gehört dazu. Wiederbelebungsserum. Und nun flieg! Oh, kannst du ja gar nicht. Oh, er lebt. Er ist fast tot. Los geht's, Neuer! Nehmen wir das. Warum Ärzte verstehe ich echt nicht. Los geht's. Ihr Sitzkäste, haltet euch so schlau, weil ihr zur Schule geht. Schule ist tot. Was passiert jetzt mit dem Stromding? Die machen auch übelst Schaden mit ihren Ärschen und Pickeln. Kreuzschlitzer! Ein klassischer Fall für den Kreuzschlitz! Ihr seid tot, ihr Penner! Nee. Mysterion. Jetzt kommt Mysterion. So. Ja, komm, ich mach das. Aber warum erst, ist echt so eine Frage. Verstehe ich bis jetzt nicht. Und ich find's cool, da hat man einen ganzen Chatverlauf. Frage mich überhaupt, ob ich so viel nach der ersten bei YouTube zeigen darf. Wenn ich das zensieren müsste, wäre ich nur erste am zensieren. Verwehren wir den mal. Oh, jetzt gibt's Ärger. Du bist definitiv zur falschen Zeit am falschen Ort. So läuft das in der Nacht, du kleiner Scheißer. Hey. Warum sind die so stark? Es ist keine Zeit.
Vor allem, der ist ja auch eklig, wo so platzt. Der platzt einfach. So wie er aus Pickel bestehen würde und der Pickel so ausdrücken würde. Noch eine. Du bist blöder als Schule und Eltern zusammen. Ich fall gleich um vor Kälte. Fühlt den Zorn von Humankind. So, dann sind die schon mal in der Nähe. Und geheilt. Verkackt. Und Leon? Mit jeder Runde dringen wir ein bisschen tiefer. Dein Tag war okay. Wo jetzt hab ich ihn? Und muss eigentlich morgen aufstehen. Nicht, dass du noch wegen mir zu lange wach bist und noch verschläfst. Kacke, den hätte ich echt drücken sollen. Den Kampf umgehen können. Ja. Nein, ich hätte den Kampf gar nicht machen müssen. Egal. Naja, Gott sei Dank. Der Kahn ist total verrückt geworden. Carmen, du blödes Arschloch, was machst du da? Connor hat mich hergebracht. Dieser miese Fresse-Kuhn. Bald wird diese Stadt dich. Das schlägt sich selbst. Wir sind die Freedom Pals, du Spaß. Wir wissen, was du vorhast, Eric. Du treibst die ganze Stadt mit Katzenurin in den Wahnsinn. Wir wollen wissen, warum. Ja, wieso, du krankes... Jimmy ist so geil. Sichtlich, Kuhn. Diese Stadt ist krank. Das wissen wir beide. Nur einmal im Jahr ist die Stadt, wie sie sein sollte. An Weihnachten. Deshalb habe ich die Handelskammer benutzt, um meinen Plan zu verwirklichen. Jeden Tag Weihnachten. Rechensrate hochtreiben, als Bürgermeister kandidieren, Haufen Follower kriegen, Mutantenwunder, Arschklonen, Wahl gewinnen. Jeden Tag Weihnachten. Ziemlich geiler Plan, oder? Alter, schnell! Mach ein Selfie! Schade, dass keiner erfährt, wie perfekt mein Plan aufgegangen ist. Alter, diesmal bist du echt zu weit gegangen. Damit wirst du nicht durchkommen. Ach so, warum denn das? Jeder einzelne von ihnen folgt jetzt mir. Ach, ziemlich genial. Eric, ich weiß, dass jeden Tag Weihnachten toll klingt. Aber das wird es nicht sein. Halt's Maul, Dr. Timothy. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss eine Wahl gewinnen. Nein, nein. So eine Kacke. Das war's wohl mit dem Hauptprozessor. Mist. Habe ich den nur auf eine Falltür gebaut? Wieso denn auch nicht? Ich fürchte, einer von euch muss sich zum Erdgeschoss durchkämpfen und von da das Turmmobil rufen. Okay, na gut. Also beeil dich ein bisschen, Wunderarsch. Ja, hör auf, Zeit zu verschwenden. Komm, kurz schauen. Ich habe ein neues Artefakt. Crafting kann ich auch noch. Was habe ich von dem im Inventar? Null. Oh, unbedingt zwei Crafter. Gerade nochmal zwei. Oh.
Schaffte mal einmal das und einmal das. So, schon Rang 20. Oh, die geben eigentlich echt gut. Ich craft mal kurz ein bisschen. Ja, genau, jetzt noch ein 10er. Craft mal den. Und das. So, Artefakte. So, wie sah der? Da rüsten wir auch den 100er aus. Kostüme. Irgendein Feiertag, wo wir in Kärnten vor 99 Jahren entschieden haben durften, ob wir zu Slowenien gehören oder nicht. Ach so. Wieder mein Knasti-Outfit, das ist cool. So. So. Lauf mal wieder so rum. Oh, jetzt. Los, Pupsen. So. Dad, was ist das für nächste Clip? Und sag mal am Hai von mir. Oh, volle Power. Oh, jetzt geht's los. Aha, jetzt müssen wir dann noch. Erstmal mal den. Aber ist ja cool, morgen frei zu haben. Das ist so eklig. Ich muss jedes Mal sagen. Es ist und bleibt einfach eklig. Stopp bereit! Ja. Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön. Nein. Dann mal los. Mach mal die Augen dabei zu oder so. Jetzt können wir los. Los, Pupse. Hoho. Oh. Jetzt haben wir einmal alles gebraucht.
glaube, wir kommen langsam ans Ende. Bitte den Arm pupsen, hey. Mal nach dem Besuch von dem. 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 Kaufe. Das, 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 das. Kann ich noch was Cooles craften? Ach, ich habe neue Kostüme. Ein neues Kostüm. Was ist das für ein Outfit? Keine Ahnung. Hat man die. Da habe ich auch neues Zeug. Oh ne, Missionsgegenstände. Kacke. Ich wollte jetzt irgendwie umgehen, aber tja. Pass auf die Gitter auf. Ich habe sie so gestaltet, dass sie abnehmbar sind, falls was von unten angreifen will. Echt jetzt? Von unten angreifen will. Jetzt noch. Noch krasser. Das? Jetzt bin ich sauer. Los, wunder Arsch. Weg die Kacke. Gewinnt der Gerechtigkeit. Ja, mal den wird schon chillen. Machen wir mit ihm. Machen wir noch schalte ihn. Ja, ist klar, hey. Ich sehe natürlich wieder alle auf einem Feld, wo... Mehr. Echt, noch mehr.
Oh, Kacke. Oh, nee. Dann geht's an dem. Dem geht's an dem Platz. Was muss man langsam echt aufpassen? Die machen übelst Damage. Hä, was war jetzt schon wieder? Aha, ja, links erlaubt ist nicht erlaubt. Und der Arsch gibt buchstäblich Gas. Und wo hast du den Link geteilt? Oh, keine Ahnung, ey. Ich mach mal kurz ändern. Verstehe echt nicht. Wieso sieht er da einen Link? Wow, hier unten lebt noch jemand? Das wird unschön. Ja, das ist ja der Witz daran, ja. Ich muss es nachher kurz ändern. Oder halt auch den Punkt wegnehmen bei 6 Klässler. Wenn das schon so heikel ist. Ist eigentlich traurig, weißt du, du bist ein Bot, dass man extra keine Links teilen kann und dann ist er auch schon so heikel bei so kleinen Sachen. So. Ich hasse euch Viertklässler so sehr. Dann mal los. Du bist fällig. Oh. Komm, warte mal kurz ab. Hier nehme ich gerade 2 Stück drauf. Kacke, eine andere Position. Den. So. Nehmen wir den halt auch kurz raus. Aber echt krass, das schon als Link zählt. Nehmen wir den raus.
fürchtet die Kaltlaser! Hier, bitte! Danke, Kumpel! Heulst du jetzt, du Baby? Dass mir keiner an mein Werkzeug geht. Du bist tot. Für die Freiheit und die Perls. Warte mal, du bist's! Schatz, ich bin's! So, jetzt soll man mich wieder hören. Irgendwie hat's mich gemutet. Also A ist kacke, dass mein Streamlabs schon so krass drauf reagiert. Eigentlich schon auf Sachen mit einem Punkt. Ich glaube, wenn du bei 6 Klässlern den Punkt weggelassen hättest, hätte es ganz bestimmt nicht das Link gezählt. Ja, noch kurz schauen, ob es eine Lösung gibt. Du musst Hilfe holen. Hör zu, Schatz. Sie wollen deinem Vater den Kopf abschneiden, um an seine DNA zu kommen. Es tut mir leid, Schatz, aber du musst die Sache zu Ende bringen. Du kommst hier nur raus, wenn du deinen Daddy tötest. Das habe ich gehört. Was ist denn bei dir schief? Kann ich nicht einmal mit meinem Kind reden, ohne von ihr angekackt zu werden? Oh, jetzt bist du wieder das Opfer, ha? Als ob du nicht alles auseinandernehmen würdest, was ich sage. Okay, Mister, ich hab immer recht. Schnell, Schatz, schneid Daddy den Kopf ab. Beeil dich. Geht's? Ja, es ist schon komisch, dass da... Erwarte organische DNA-Probe. Meine Schuld ist, ich wusste, dass sowas passiert. Deshalb habe ich deiner Mutter auch gesagt, dass sie ihre Fresse halten soll. Leute, Wichser! Ich habe gesagt, wenn jemand die Furzkräfte entdeckt, wird er versuchen, mit unserer DNA unser Kind zu klonen. Hast du überhaupt nicht. Okay, hör zu. Der Computer braucht nur einen von uns beiden für die DNA-Probe. Versuch, deine Mom hier rüber zu locken. Zwingen Sie nicht dazu, sich zwischen uns zu entscheiden. Das ist unfair. Ich stecke in dem Scheiß. Die haben mir die Beine gebrochen und mir fast den Arm abgerissen. Ich verblute vielleicht, wenn ich mich jetzt bewege. Ah, perfekt. Hol dir Mamis Arm. Das sollte reichen. Von welchem Elternteil wollen wir es holen? Von ihm? Oder von ihr? Was sagst du? Ich kann mich entscheiden. Er ist der, wo Space Keks ist, also Brownies mit THC, und sie trinkt einfach zu viel Wein. Erwarte organische DNA-Probe. Von der Mutti. Okay. Mami liebt dich!
Nochmal? Passieren mal kurz. Geht das? Nö. Immer noch von der Mutti den Arm? Oder soll ich echt Papa nehmen? Dass sie leiden sehen. Ich weiß, dass das schwer ist, okay, okay. Aber du musst Mamis Arm abreißen, wenn du hier raus willst. Ist das wegen der medizinischen Geschichte? Jemand so stark ist wie du, kann den Arm sicher einfach abziehen. Dein Dad wusste von den Nebenwirkungen. Frag ihn. Frag dein Dad mal nach den Nebenwirkungen. Jetzt hat sich der schon wieder... Ich hasse den Bot echt. Jetzt habe ich einfach alles draußen. So. Oh nein, 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 Schatz, das haben wir doch besprochen. Nein, nein, Schatz, nein! Du bringst Mami um! Du bringst mich um! Oh Gott! Getan, Schatz. Daddy ist wirklich stolz auf dich. Schade, ihm kann ich den Kopf nicht abhauen. Sorry, Leon. Muss halt gerade ein bisschen leiden, aber gut zu wissen, dass ich es einfach komplett rausnehmen muss. Können wir da nochmal hoch? Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt kommt der Bosskampf. Ich weiß nicht, was mich da so sicher macht, aber... Ja, komm, nehme ich das. Leon, noch da? Kann ich noch was Cooles craften? Okay, sorry, tut mir echt leid mit meinem Bot. So, Artefakte. Habe ich da noch? Kaufen. Verkaufen. Soll ich bezahlen oder nicht bezahlen? Wenn ich dir was sage, machst du das auch, Viertklässler! Nicht bezahlen. Warum nicht? Dann hätte er mir erste gekriegt. Kann man dem ansetzen?
Oh. Sehr gut. War doch gar nicht so schwer, oder? Wieso hat das so lange gedauert? Hast du Blödsinn gemacht? Okay, Freedom Pals. Wir müssen in die Stadt und allen erzählen, was Cartman vorhat. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr seid so weit gekommen, nur um zu sterben, Kuhn and Friends. Freedom Pals! Kuhn and Friends! Freedom Pals! Kuhn and Friends, Kuhn and Friends, Kuhn and Friends! Vorsicht! Er hat so eine Art Superwaffe! Es ist vorbei, Fettarsch! Wir hängen dich sowas von hin! Ja, genau, Connor! Du krankes Stück! Ah. Halt die Klappe, Kuhn! Wir brauchen einander, kapiert? Ich sorge für Verbrechen und du bekämpfst es. Das Franchise braucht mich. Du Scheiße, jetzt kapier ich's! Dann tauchte der Neue auf und wollte mir das Handwerk legen. Da musste ich mir also meinen eigenen Neuen bauen. Was hast du getan, Eric? Frage. Wie besiegt man einen Kuhnfreund? Indem man aus seiner DNA einen genetisch veränderten Kuhnfreund erschafft. Oh Mann, das ist ja voll klischeehaft. Was meinst du, Kuhn? Du willst ernsthaft einen Superhelden mit einem Mutantenklon aus seiner DNA besiegen? Das passiert in jedem zweiten Superheldenfilm. Ja, weil es cool ist. Es ist nicht cool. Doch, denn das ist der ultimative Gegner. Ach, halt die Klappe. Wie auch immer. Ich habe leider die DNA vom Wunderarsch nicht. Deshalb musste ich einen anderen Superhelden klonen. Welchen Superhelden? Ich bin wieder da. Und wenn ich euch nicht angreife, kriege ich Migräne. Plan ändern. Da nehmen wir jetzt einen anderen mit. Nehmen wir den mit. Okay, das ist der halt. Das redet eigentlich immer mit sich selbst. Ah. Kampf starten. Dankeschön. 9750 Leben. Gib dem mal ein Schild. Jetzt hast du. Es ist soweit. Keine Gnade. Oh, bitte nicht auf diesen Zeh. Da ist letztens eine Blase geplatzt und er hat sich entzündet. Ich kann nur, was man da am sinnvollsten macht. Kratzer, aber sie juckt voll
ihm nochmal ein Schutzschild geben. Ja, genau. Geh mal dem noch mal Schutzschild. Wie, der kommt jetzt bei jedem zweiten Zug dran. Sicher wieder so einen Wanderfort zu machen. Du solltest jetzt den Furz einsetzen, bei dem sich die Erde um 180 Grad dreht. Wenn ich mit Sonnenbrand nach Hause komme, gibt's einen riesen Ärger. Faszinierend. Jetzt ist der Ventilator kaputt. Ja, auch dem ein Schutzschild. Oh oh. Okay, alles gut. Ich bringe euch jetzt weiter um, okay? Nein, er ist immun. Ja, wenigstens ein bisschen Schaden. Dass das kleine Geschütz überhaupt Schaden macht. Meine Ulti! Ich glaube, das kritzelt nicht mehr so. Du
70 Schaden. Nein. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held. So, dem eine neue Schutzschild gebe. Aber ich muss hier noch einmal was. Kacke. Das tut sauber weh. Nein, ich find's nicht. Uff. Entschuldigung fürs Reinpusten. Ich bin drin. Okay. Er muss echt was essen. Nein. Okay, Mann, kann weitergehen. Oh. Ich glaube, das ist echt der Bossfight. Ah, oh, cool, er ist jetzt auf der Seite. Mal tauschen. Wenigstens ein kleines Schutzschild. Ich habe extra meine Ulti nicht eingesetzt. War auch nicht viel. Geh mal hier mal ein Schutzschild. Vielen Dank. Und ich glaube, mit der Ulti kann man ihn beschwören. Tada. Nur kurz Zeit. Sehr geil, wunderbar. Kein Power. Immer dem was zu essen. Danke für die Hilfe. Oh, verkauft. Du hast die besten Kampfprotokolle, Mann. Ich misch sie jetzt auf. Okay, alles gut. Ich bring euch jetzt weiter um, okay? Oh, Tupac Tornado. Das Geilste am Tupac Tornado ist der Kollateralschaden. Letzter Versuch. So.
Na, das ist gegen alles immun. Kaka. Echt Kaka. Mach das nicht nochmal. Ich hab Nasenbluten. Die Springbrot. Heilen. Kann ich wenigstens meine Leute ein bisschen retten. Zeig keine Schwäche. Meine Nase ist ein wenig gereizt. Sollten wie ein Vulkan. Die Ulti setzt jetzt nicht ein. Kurz. Den. Zug gelöscht. Okay, nutze deine phänomenale Flatulenz, um es wieder Nacht werden zu lassen. Boah, komm. Es kommt Iron Man. Nein. Damit kommt niemand ungestraft davon. Hätte ich doch ein bisschen Babyöl, ging das alles viel schneller. Sehr kurz abge. Jetzt kann ich ihn, glaube ich. Übrigens, Tupperdosen halten auch Grillgut frisch. Boah, ich hab ihn. Scheißegal. Aber der Forster war's jetzt. Oh Gott. Oh, ich glaube, ich habe mir den Muskel gezerrt. Dann sollte ich wohl lieber nicht mehr mitspielen. Hundearsch, alles okay? Der Arsch hat sich verrissen, hey. Manipulation alles ermöglicht. Ihr könnt jetzt gehen. Einfach durch den Souvenirladen da. Souvenirladen? Schaut euch einfach ein bisschen um, bevor ihr nach Hause geht. Vielleicht habt ihr Interesse an einem Ich habe Genmutanten überlebt T-Shirt. Oder ein Foto für 13 Dollar. Jede Menge Andenken an den Ausflug. Lasst uns hier abhauen. Was für ein Bullshit. So geil. Es gibt sogar einen Laden. Ach so, ein ultimativer Furz. Oh nein! Was ist mit dir, Jörg? Und der Arsch hat so heftig gefurzt, dass es nächste Woche ist. Was? Schaut auf eure Handys, es ist 10 Tage später. Oh toll, Wunderarsch hat uns eine Woche vorgefurzt. Scheiße, wir sind am Arsch. Na großartig. Cartman wird heute als Bürgermeister vereidigt und das ist nur die Schuld von Wunderarsch. Los Leute, wir müssen ihn aufhalten. Freedom Hunt, hier Mysterion. Ich bin jetzt im Rathaus. Das müsst ihr unbedingt sehen.
So, meine Schuld. Ich muss ja so pupsen. Ja, echt. Oh, Kacke! Wie lang habe ich geschlafen? Hab ich was verpasst? Okay, Mann, peace out! Tauli! Ich bin der schnellste in der Stadt! Mach kurz so. Also ich weiß ja nicht genau, was ich darstellen sollte, aber... Oh, mit der kann man reden. Mach dir keinen Kopf wegen diesem Irren, Mitch Connor. Das Ende der... Jetzt kommt's. Jetzt kann ich mich dann sicher noch... Ah, von dem kann man ein Selfie machen. Freeman's Taco. Wo war der? Okay. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Die Mobile. Und weiter. Katze ist vermisst. Und weiter. Und weiter. Und weiter. Ah, Tacos. Wollen wir zusammen nach dem $2 for $1 shoppen gehen? Okay, Hundearsch ist da. Morgan Freeman hilft uns, Cartman aufzuhalten. Morgan Freeman. Ja, genau. Ich warne, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt. Hast du verstanden? Wunderarsch hat die beste Geheimidentität, weil keiner weiß, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist. Juhu! Okay, das machen wir nie wieder. Noch eins, hm? Gut, dann los. Einfach was er ist. Okay, das machen wir nie wieder. Du bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Essen. Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Fest an dich glauben. Ich kann's nicht halten.
Ich kann's nicht halten. Ja, da hat schon was, ja. Kacke. Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist. Es klappt nicht. Vielleicht hat er sich den Ort aufgerissen. Das wäre rektakulär, scheiße. Nun scheitert recht. Ich muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch. South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Okay. Das ganze Jahr Weihnachten gewesen. Was tun die in diese Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Hören Sie auf zu trinken. Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs. Okay, da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzuhalten. Oh Gott, die schon wieder! Keine Angst, Leute. Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn. Wenn du Netflix schaust, dann lernst du die auch kennen. Nehmen wir das Krito wieder mit. Kampf starten. Essen ist serviert. Ihr seid das Essen. Ja, genau. Wie viel Leben haben die wieder? Oh. Und wer kommt jetzt? Ja, genau. Santa. Hier kommt Waschbärli.
an deiner Haut gelegt. Nee, das ist nicht Jesus. Jetzt. Ich komm direkt auf uns zu. Das Ding ist geil. Oh, Spammer. Der Furz hatte es so richtig in sich. Mal sehen, ob deine Milz schön salzig ist. Oh, nee. Hallo, das war super. Danke. Kann das Vieh noch heilen? Hier mal Santa mal ein Schild. Da steht da so alleine. Los geht's. Angriff aus dem Hinterhalt. Ha! Leg dich nie mit unsterblichen Vierklässlern an. Was macht der eigentlich? What the fuck? Ich nehme meine Blutprobe. Meine einzigartigen Talente im Dienst der guten Sache. Mach sie fertig, Saftsack. Wow, verkackt. Aber die sind wenigstens alle jetzt fast tot. Oh Mann, Zeit, dass es Feuer regnet. Ist Hellfeuer nicht toll? Da wird die Nacht doch gleich noch stiller. Säbelhirschzecken. Was macht eigentlich das Ding? So. Nehmen wir den. Judenpfadfinder Ehrenwort. Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Muah. So. Das wird unschön. So, den ziehen wir mal wieder so. Dann haben wir noch. Oh nee. Mit Satans wärmsten Empfehlungen. Hat der eine Ulti? Glaube nicht. Schaut das doch mal, wenn wir eure Augen gefressen haben. Meine Sektklasse startklar. Jetzt auf die Ebene. Frissen und weg! Würdest du als unheiliger Geist zurückkehren, Waldfreund? Hau sie weg, Neuer!
Muss Zug beenden. Ja, klar. Der heilt jetzt wieder. Ja. Dam. So, jetzt machen wir voll easy dann Punch. Hey, gute Nacht, Leon. Schlaf gut und hab gute Träume. Ich mach auch nicht mehr allzu lang. Also eigentlich auch nur noch der Kampf und nachher. Jo. Und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ruf mal Casey noch an, also Classy. Oh shit, nein! Ja, Bitch, du bist tot! So. Ja, 100 ist mir fast zu wenig. Nimm das. Ein Taco. Nimm Burrito. Kein Taco. Oh. Aber kannst kurz versuchen. Vielleicht komme ich so weit. So, auch was essen. Hier kommt Mysterio. Ja, schau mal kurz hier hin. Hey, Schatzi. Okay. Ja, also ich mache noch den Kampf und nachher bin ich dann auch weg. Langsam ins Bett. Ja, müde und mega anstrengend langsam das Spiel. Also vor allem müde. Abbrechen. Bei dir alles gut? So. Oh. So, der Kampf ist gewonnen. Arme Schatzi. Sina! Sina ist
Weg da, Kinder. Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch. Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein, bitte, Sie müssen uns zuhören. Das hier sollte alles gar nicht passieren. Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arm. Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschickt. Okay, Schatzi. Und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Oh, jetzt kommt's. Du kriegst das hin. Heilige Scheiße. Der Furz. Schätzchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Ihnen saures König! Aus dem Weg, Leute! Wir müssen Parkman aufhalten, bevor er alles lostritt! Was wollt ihr denn? Wir spielen schon seit Tagen nicht mehr Superhelden! Ja, haut ab, ihr Blödiade! Kein Scheiß, ich bin's, Craig! Fick dich, ich bin Craig! Dafür ist keine Zeit! Aus dem Weg, wir müssen zu Cartman! Dann müsst ihr erst an uns vorbei! Oh. Scheibenkleister, komm zurück, König! Des Königs stärkster Krieger wird mit diesen Spinnern fertig! So, der ist angewidert. Meine Batterien sind fast leer. Wir müssen uns bald besiegen. Tut sich selber weh. Das checkt er nicht mal.
einzigen Schurken des Königs. Allein wirst du nicht lange gegen uns alle durchhalten, Vergangenheit. Du bist töricht, wenn du das glaubst, Craig. Bunchen no Jutsu. Ist das dein Ernst? Das ist so lame. Ach, dann muss ich wohl gegen das Arschloch ran. Ich besiege den Deep Craig. Ich wette, das Spiel ist jetzt dann gleich fertig. Okay, ich bin dann das dritte Rad. Los, mein Arsch! Ich bin dran. Naja. Ja! Wenn ich mich also selbst verwöhne, wird das alles hier nie passieren? Ah! Ah, es sind alle da! Zweimal sogar! Das sind definitiv zu viele von uns! So. Ja, was war jetzt das? War noch mehr von denen. Okay. Und so ist. Ich hoffe nicht runter, aber fast. Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Los, Wunderarsch. Darauf trinke ich. Sollte man sich nicht daran erinnern, wenn man schon mal gegen sich gekämpft hat? Also ich erinnere mich schon daran. Ich meine, egal. Gib dem ein Schild. Mach Gebrauch davon. Es ist soweit. Los. Du machst mich langsam echt nervös. Die Foren feuern dich bestimmt gerade an, Korgel. Du wirst mich hassen. Das wird ganz bestimmt nicht sein Tag. Unsere Laseraugen, die irgendwie mit Bioenergie betrieben oder? Knauze jetzt! Scheiße, wieso muss der so weit kommen? Verabwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem Schwung regiert. Ja, machen wir sie platt! So, der nächste. Verzeih, mein König, ich habe versagt. Oh Mann, das packe ich schon. Wir kämpfen an deiner Seite, mein Herr. Wir sind zurück! Knie nieder vor dem König! Wie seid ihr überhaupt hier gelandet? Und der Arsch hat super hart gefurzt und ein Loch in die Raumzeit gerissen. Wow, was Bescheuerteres ist euch nicht eingefallen? Ja, genau. Thank you.
einer Tour zur anderen. Respekt! Alter, mach mal halblang. Fick dich! Allen sind doof Schild. Dem mal Schutzschild. Haben Sie uns dann doch überredet, Superhelden zu spielen, ha? Ja, und das haben wir jetzt davon. Ah, ja. Schön, mit dir zusammen zu arbeiten. So. Erstens einer geht da, zwei gehen glaube ich drauf. Meine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Oh ne, nur einer. Ich bin drin. Okay. Los. Hey, Raffel, was geht? Du noch wach? So. Ach ne, hier hin. So hier hin. Auch nicht viel. Eigentlich jetzt wohl bald das Spiel fertig spielen. Dämonenkinder wachsen doch nicht auf Bäumen. Und ja. Dann schauen. Dann ins Bett gehen. Ja, genau.
kann gleich zu Wald brechen. Wow, schon wieder das Ding. Saftsack. So. Jetzt ihn wieder beleben. Und wie geht es dir so? Dankeschön, mir geht's zwei gut, nur müde, also mega müde. Ja, und mit dem Handgelenk halt noch ein bisschen Mühe. Zurzeit noch krank geschrieben. Ja. Aber sonst geht's. War zum Glück in die richtige Richtung. Wow, ich hatte vor ein paar Monaten eine OP. Und jetzt bin ich halt noch am Erholen. Ich hatte einen gutartigen Tumor im Handgelenk, der raus musste und ja. Hallo Freedom Pals. Zeitreisen. Lästiger Scheiß. Hanna, was zur Hölle machst du hier? Ich wollte den neuen benutzen, um zu bekommen, was ich immer wollte. Aber ein paar Penner sind anscheinend durch die Zeit gereist, um mich aufzuhalten. Cartman, ich schwöre dir, wenn du mit dem Scheiß nicht aufhörst. Macht aber nichts, denn ich weiß noch immer was, das ihr nicht wisst. Und zwar, wie man mit einem Dankeschön. Solarplexus einen Superforce auslöst. Herr, nein, Connor! Nein! Zurück durch die Zeit. Zeit, sondern zu schwach. Nicht schwach, es ist Kohl. Und bei dir sonst alles gut? Wie geht's dir so? Wo sind wir jetzt, Connor? In der Zeit, in der ein Superheld geboren wurde. Erkennst du diesen Ort neuer? Ein kleines Kind, das im Bett liegt und nicht schlafen kann. Was wollen die hier? Neuer? Das ist jene Nacht, in der dein Dad deine Mom fickte. Du gingst zum Spiegel. Tu ihn das nicht an. Das wollte er doch immer. Seine Vergangenheit umschreiben. Du hörtest deine Mom schreien und gingst auf den Flur. Bleib hier, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Klar kannst du das, sieh nach. Ha, siehst du, Connor? Er möchte nicht in der Vergangenheit leben. Irgendwann, gib danach. Rumpupsen. Geh raus in die Welt.
Geh halt, ich muss ja. Heftig. Wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich. Oh, hey, mein Schatz. Alles okay? Geh wieder ins Bett, Schätzchen. Daddy und ich sind beschäftigt, okay? Geschafft. Du hast deinen Dad aufgehalten und deine Mom gerettet, Neuer. Haha, genau. Und jetzt ist niemand mehr da, um mich aufzuhalten. Auf in eine andere Zeit. Nein, Connor! Wer bist du? Ich bin Kuhn, das ist ihr Kind aus der Zukunft. Unser Kind aus der Zukunft? Oh Gott, ich hab gewusst, dass sowas passiert. Unser Kind weiß, dass wir gelogen haben und will eine Erklärung. Du hast recht, wir waren unehrlich. Aber nur, weil wir dich beschützen wollten. Die Wahrheit ist, deine Mom und ich haben gewisse Fähigkeiten. Kräfte, die normale Menschen nicht haben. Ich habe meine entdeckt, als ich noch jung war. Ja, das ist so in deinem Alter. Und ein paar Stunden später hatte ich über 3 Millionen Follower. Meine Kräfte sind ähnlich, aber sie funktionieren nur bei Instagram. Ich hatte 4 Millionen Follower, als ich mein erstes Bild gepostet hatte. Natürlich bleiben solche Kräfte nicht lange unentdeckt. Kurz darauf wurden deine Mutter und ich von der Regierung entführt. Dann haben Wissenschaftler monatelang an uns herum experimentiert, um herauszufinden, wie wir so schnell so viele Follower bekommen konnten. Nö, eigentlich nicht. In einem kalten, feuchten Regierungslabor. Ja, am Tag führten sie Experimente durch. Und in der Nacht liebten wir uns. So vereinten sich ihre Kräfte mit meinen. Das ist eigentlich nichts Neues, speziell. Nach deiner Geburt schon 10 Millionen Follower. Ja? Oh, schickst du mir mal ein Bild. Warst du schon mächtiger als die gesamte Kardashian-Familie. Deshalb mussten wir fliehen. Weil wir wussten, die Regierung würde dich für schreckliche Dinge missbrauchen. Seitdem sind wir auf der Flucht, ziehen von Stadt zu Stadt, versuchen ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Aber egal wohin wir gehen, es hört nicht auf. Du sammelst automatisch Follower. Manchmal brechen sie sogar in unser Haus ein und benutzen unsere Toilette, um dir nahe zu sein. Deshalb haben wir Medizin in dein Essen getan, Spatz. Um deine Kräfte im Zaum zu halten. Aber es hat nicht funktioniert. Eine Nebenwirkung der Medizin ist, dass deine Fürze unglaublich mächtig sind und fürchterlich stinken. Tut mir leid, Schatz. Oh Gott, ich bin so erleichtert, dass wir endlich die Wahrheit gesagt haben. Ich auch, Schatz. Ich glaube, ich kann mit dem Trinken aufhören. Und ich muss meine Probleme nicht mehr in Haschkeksen ersticken. Ach, Liebling, ich habe das Gefühl, unsere Zukunft wird jetzt ganz anders werden. Ich glaube an uns. Oh Gott, Katz. Wie geht es dir, Spätzchen? Jetzt, wo du die Wahrheit kennst, meinst du, dass du endlich auch an dich glauben kannst? Wow, nochmal Zeitreise vorwärts. Noch aufhalten. Da ist er! Leute, ihr lebt noch? Oh Gott sei Dank. Mit
Mensch, Connor wird gleich vereidigt. Kommt, wir müssen ihn aufhalten. Du gehst nirgendwo hin, du Dreckskerl. Gib endlich zu, dass du dahinter steckst. Ich bin nicht auf Mitch Connors Seite, Leute. Hör auf, du bist Mitch Connor. Gib's zu, Cartman. Nein, bin ich nicht. Gib's zu. Nein, Kyle, ich hab keine Kontrolle über Mitch Connor. Du bist Mitch Connor, du warst immer Mitch Connor und du hörst jetzt sofort mit dieser Scheiße auf. Und wie erklärst du dann das, Kyle? Sieh an, die Sache wird langsam interessant. Das ist nicht lustig, Kyle. Ja, hab's gesehen. Mega süß, die kleine Kratzer. Das bin ich nicht. Alter, fick dich. Was ist los, Kuhn? Kein glückliches Händchen? Kyle, lass den Scheiß. Wieso bist du sauer? Weil er uns was vorspielt, deswegen. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist deine scheiß Hand, Arschloch. Hör auf, mich zu trollen. Inwiefern trollt er dich? Er will mir eine Lektion erteilen, dass man Freunde nicht verarscht. Halt! Du gibst also zu, dass du uns was vorgespielt hast? Der Arsch will mir anhängen, dass ich euch getrollt hab. Genau das hab ich gewollt. Die Kuhn-Freunde gehen sich an die Gurgel. Alter, verarscht du uns? Tja, vielleicht. Und vielleicht hat Cartman das gleiche Spiel getrieben. Gibst du es zu, Cartman? Seht ihr? Das ist doch der Beweis, oder? Ich hab keine Ahnung. Wie doch ein Hauch von Misstrauen ein Team auseinanderreißen kann. Na, Freedom Pals, wen greift ihr an? Mich oder den Kuhn? Hör auf, Kyle, der Scheiß ist nicht witzig. Alter, ich bin das nicht. Bullshit. Was ist, Kuhn? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Fick dich, Kyle. Dieser Lauf der Ereignisse hat sogar mein Superhirn verwirrt. Neue Regel, wenn ich Schaden nehme, kriegt den der Kuhn. Was? Au, fuck. Status-Effekte auch. Was soll der Scheiß? Mitch, hör auf, das ist grausam. Sorry, Humankind, so sind die Regeln. Du mieses Schwein. Auf wen muss ich jetzt? Hey, Pro... Spinex, geh auf den. Diese Zeitschürze sind heftig. Hä? Was ist mit prallt von mir ab und klebt am Kuhn? Kalt, das ist super schräg! Und wie geht's dir, Prof? Stehen voll doof. Na, wen greifst du an, Freedom Pal? Ich hätte nichts dagegen, euch beide zu verprügeln. Oh, ich musste jemanden angreifen, also. Ja, soweit auch, nur müde. Hör auf zu schummeln, Kyle. Das bin ich nicht, Alter, das ist Mitch. Ja, genau wie du. Ich glaube, du wolltest den Kuhn treffen. Euch ist schon klar, dass ihr den Kuhn nur verletzt, oder? Alter, fuck, Leute. Das ist unfair. Genau. Sieh an, so sehen wir uns wieder. Mitch aus dem alternativen Universum. Gott, verfick nochmal. Hä? Das langsam verstehen. Autsch. Du bist da drüben und ich bin hier drüben, also gilt das nicht. Gott verdammt, Cartman, jetzt hör schon auf! Muss jetzt beide gleichzeitig besiegen, oder? Mach sie glatt! Glatt, was auch immer.
Omega Crash extra. Ja, ein Treffer reicht für einen Home Run. Das hat nicht gezählt. Mich verarschen. Du glaubst, du kannst antanzen und einfach Regeln erfinden, du Betrüger? Gut, ohne Schaden zum Lenkung. Hör mit dem Scheiß auf, Kyle. Nimm einfach die Hand runter. Der echte Mitch Connor ist unbesiegbar. Witzig, das wollte ich gerade zu dir sagen. Dann komm, du Blender. Sowas Lames zählt nicht. Hey, du blutest. Mir wird von dem Scheiß ganz flau. Ich komme irgendwie nicht mehr zurecht. Das hat nicht gezählt. Und ja, super. Lol, jetzt hat sich mein Bot wiederholt. In der Chatbox. Ich kann nichts dafür. Mitch macht das alles. Und jetzt? So einfach geht das nicht. Langsam wird's total behindert. Finde ich auch. Die einzige Art, das zu beenden, ist, beide zu besiegen. Moment, was? Moment, Moment. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Mm-mm. Ach, es gibt schlimmere Gerüche. Nein. So. Es gibt nur einen echten Mitch. Fickt euch, Leute. Super Craig, einsatzbereit. Dann setzen wir das ein. Sind halt Bots, dagegen kann man nichts machen. Ja, echt nicht, Prof. Cooles Spiel. Also ich bin fast fertig. South Park kennst du? Ich hätte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Also ich habe halt den ersten Teil gespielt, muss man halt mal hin, wo ich nachschaue. Unter den Videos und so. Ein fieser Wind. Ja, was ist los? Mitch Connors los, kommt damit klar. Oh, Kacke. Dem kommen wir nicht so weit. Dem auch nicht. Da, ja. Nee, das nennt man. Ah. Wie nennt man das schon wieder? Japanische Schulenzeichnungen. Stufenaufstieg. War da wieder die Nazi-Crew? Nee, die gab's nur im ersten Teil. Vielleicht gebe ich's ja zu. Ich gebe zu, dass ich euch verarscht habe. Aber nur, wenn Kyle es zuerst zugibt. Ich gebe überhaupt nichts zu, bevor er nichts zugibt. Du zuerst. Na gut. Okay, wir geben's beide gleichzeitig zu, okay? Auf drei sagen wir beide, ich hab euch verarscht. Okay? Na gut. Okay, gut. Eins, zwei, drei. Ich hab euch verarscht. Hereingelegt. Ja. Du Arschloch! Schon zu lange hat unsere schöne Stadt eine saublöde Schlampe als Bürgermeisterin, die nie das Verbrechen bekämpft hat. Und jetzt wird Mitch Connor... Okay, okay, genug gequatscht. Macht mich endlich zum Bürgermeister. Das ist Mitch Connor!
Okay, ja, alles gut, Prof. Cool, bist du gejoint? Wir schreiben auch nicht viel, wir brauchen nicht viel zum Zocken. Kannst auch gerne andere Leute einladen. Würde mich freuen auf ein Abo, falls du es noch nicht getan hast. Und falls schon, Dankeschön für dein Abo. Und ja, dann gute Nacht, schlaf gut, hab gute Träume. Ich bin zurzeit zwar nicht so aktiv, muss ich kurz sagen. Aber ja, es kommt wieder eine aktive Zeit. Ich bin momentan noch viel unterwegs. Und Dankeschön. Ja, und dann, Prof, morgen einen angenehmen Tag und ja, schlaf gut. Selfie. Gut, lade es mir hoch, dann stelle ich es auf Connors Instagram-Account, damit es alle sehen können. Hochladen. Hey, Mitch, Connors Plan? Hey, das stimmt wirklich. Mein Bot. Dankeschön, Prof. Scheiße. Dafür werde ich dich umbringen. Dann bring mich um, Mitch, bitte. Bring du mich um, ich kann nicht mehr. Ich bring dich um, du bringst mich um. Nein, Abend bring ich um. Oh, fertig. Spiel durchgespielt. Jetzt kommen dann mal noch die DLCs. Das kann ich überspringen. Warte, wenn alle sprechenden Hände beisammen sind und die Satans Gebete vollziehen, wird eine neue Ära erschaffen, und zwar die. Hast du mit deinen Freunden spielen? Ist das nicht eine tolle Stadt? Ich finde es toll hier. Ich bin froh, dass wir damals einen Tisch gemacht haben, was uns. Die Nazi-Hune-Ära. Als ob unser Leben jetzt irgendwie anders wäre. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Immer deiner Mom gefickt. Epic. Ja, und so, irgendwo hier ist dann die Bushaltestelle, dass ihr noch so seht, was in Zukunft noch so kommt.
Das bin ich gespannt. From Dusk till Casa Bonita erhält ein neues Geschäft in der Spielsaison mit dem Kuhn und Mysterion zusammentun, um den dämonischen Präsenz in Casa Bonita zu bekämpfen. Und die auch. Ja, aber dann sage ich, speichern. Dann sage ich mal, gehe ich langsam Richtung Ende. Lass mal schauen, mal nächste oder übernächste Woche die DLC spielen. Ich will auch noch ein neues Spiel anfangen. Mit, was so neu ist es auch nicht. Aber ein Spiel, das ich lange gespielt habe. Middle-Earth Shadow of War, also Mittelerde Schatten des Krieges. Der Krieg des Schatten des Krieges, glaube ich. Prophecy auch noch da. Und ich muss halt schauen, wenn ich weiter streame. Ich werde erst nächste Woche wieder streamen. Ich bin so ehrlich. Ich vermute mal Dienstag. Und sonst kann man mir auch gerne auf Instagram folgen, wenn der Befehl geht. Geht leider gerade nicht. Doch, kann mir sonst auch auf Instagram folgen, da werde ich ein bisschen Benachrichtigungen machen, wenn ich streame. Doch, er ist mal zu gebrauchen, dieser Bot. Das ist fast am einfachsten. Also ich werde sicher, ich denke mal, Dienstag einen Stream machen. Und sonst alles spätestens nächste Woche, Mittwoch, wieder einen Stream machen. Ja, und dann sage ich von meiner Seite, er hat Spaß gemacht. Auch danke dir, Prof, dass du noch so lange geblieben bist. Trotz, dass du eigentlich schlafen gehen wolltest. Dann sage ich von meiner Seite her gute Nacht euch beiden, schlaf gut und auch gute Nacht an die Leute, die nachträglich noch anschauen werden. Oder guten Tag. Ja, und dann genießt. Ihr habt sicher noch Urlaub, denke ich mal. Ich glaube, es ist Herbsturlaub. Genießt den Urlaub, falls ihr Urlaub habt. Oder falls ihr einen freien Tag habt. In Österreich ist ja Feiertag. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Gamer vor seinem heißgeliebten Gerät. Und auf einmal hört er wieder die vertrauten Stimmen in seinem Kopf. Die des Engelchens und die des... Lass uns zocken hier! Lass uns zocken! Ja, das war das Teufelchen. Und wieder beginnt das alte Lied. Sagt das Engelchen. Der Terrorist ist längst besiegt, die Bombe ist entschärft, der Boss im schwarzen Tempel liegt, der Raid ist heimgekehrt.
Komm, mein lieber Gamer, schlaf jetzt schnell ein. Komm, mein lieber Gamer, schließ die Äugelein. Der Tag war schwanger von Aggression, Mut und Heldentum. Schnarche mal und grunze laut und dreh dich nochmal um. Doch da erschallt es aus dem Headset. Ich hab Immo-Ferien. Ich bin arbeitslos. Und ich hab morgen frei. Mir ist alles scheißegal. Wer ist noch dabei? Pack die Fahnenkreuze aus und das Speedboost-Elixier und den dicken Lebensbach. Ja, den gibt's auch noch mehr. Wir hauen den bösen Retten nochmal richtig doll aufs Maul. Geh mal die Nazpen gehen, die sind doch nur faul. Komm, mein lieber Gamer, schlaf jetzt schnell ein. Komm, mein lieber Gamer, schließ die Äugelein. Der Tag war schwanger von Aggression, Mut und Heldentum. Schnarche mal und grunze laut und dreh dich nochmal um. Und denk daran, was auch immer ihr hört, wer nachts nicht schläft, ist dumm. Es gibt viele dumme Menschen und auch ich gehör dazu. Ich scheiß auf meinen Biorhythmus, ach man, lass mich doch in Ruhe. Nachts geht einfach mehr, nachts geh ich steil. Da gelingt mir jeder Aim, ja, da trifft auch jeder Pfeil. Komm, mein lieber Gamer, schlaf jetzt schnell ein. Komm, mein lieber Gamer, schließ die Äugelein. Der Tag war schwanger von Aggression, Mut und Heldentum. Schnarche mal und